Hallo. Es ist gerade ein wenig ausgeartet. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel bei Kleiderkreisel verkauft, vertauscht an Klamotten. Und mir ist dann die Tage klar geworden, so ein paar Basics, also coole, lässige Basics. Jetzt nicht so was, was ich jetzt gerade hier trage, so was hier meine ich jetzt nicht, so ein Tanktop, ja. Also so Basics, die man cool kombinieren kann. Oder so ein paar schicke Oberteile könnten mal ein paar wieder her. So, und dann dachte ich mir, fahr doch mal nach Primark, weil wenn ich nach H&M oder sowas fahre, da kriege ich drei Oberteile, bin ich direkt bei 100 Euro. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Deswegen war ich bei Primark, ja. So. Ist ausgeartet allerdings, weil ich war danach, war ich noch bei Pimki. Und ich war noch bei C&A und ich war tatsächlich noch bei H&M in der Sportabteilung. Das zeige ich euch am besten direkt. Sportabteilung H&M. Ich bin ja, hatte ich glaube ich im letzten Haul schon mal erwähnt, ich bin ziemlich oft im Fitnessstudio im Moment und pumpe. Nein, also ich mache voll viele Kurse und das gefällt mir halt voll und so langsam aber sicher gehen mir meine drei Sportoutfits, die ich habe, obwohl die echt cool sind, gehen mir ein bisschen auf den Keks und darum wollte ich mir unbedingt neue holen. Da habe ich mir jetzt bei H&M eine neue Sportleggings geholt, weil ich liebe ja Sportleggings, aber lang, nicht kurz, ich weiß nicht warum, ich mag sie lieber lang. In dieser Farbe hier habe ich mir geholt. Und die hat 19,99 € gekostet. Dann, wie gesagt, bei C&A auch noch. Bei C&A gab es eine Sportleggings, den Sport-BH hatte ich mir vor 2 Monaten dazu geholt. Also von der gleichen Farbe. Allerdings habe ich den jetzt schon im Kleiderkreisel drin, weil der ist, nee, der hält nicht so gut wie ich. Also der hält, glaube ich, gut, wenn man halt ganz normal, ich sag mal so, B-Körbchen hat. Aber bei CD-Körbchen wird das schon schwieriger. So, und aber die Hose dazu wollte ich mir da tatsächlich letztens schon holen, aber die war mir mit 25 € doch ein bisschen zu teuer, gerade für C&A. Und ja, die Farbe sieht so aus. Und die hat jetzt nur noch 15 € gekostet, weil die reduziert war und dann durfte die mit. Habe ich jetzt wieder zwei neue Sporthosen. So, Erdbeertasche, die habe ich jetzt keinen Bock drauf zusammenzuknütteln. So, und dann wie gesagt bei Pimki gibt es tatsächlich noch Tüten umsonst. Ist nicht so normal, weil bei C&A und bei H&M hätte ich die bezahlen müssen. Was ja auch nicht so schlimm wäre, aber ich hatte ja meine Tüte dabei. So, bei Pimki habe ich mir ein Blouson, nennt man die, ne? Oder Altdeutsch Bomberjacke habe ich mir gekauft, ja. Ich möchte auch ganz gerne eine khaki-grüne haben, aber damit laufen mir jetzt mittlerweile schon wieder zu viele rum. Und dann habe ich mir die geholt. Voll schön, oder? Voll cool. Und jetzt voll so einen rauen Stoff und ich habe die anprobiert und ich dachte mir so, boah, ist die schön. Ja, hat 30 € gekostet. Ja, aber egal. Fand ich voll toll. Und ich brauche unbedingt, weil ich hab immer so eine Kunstlederjacke an, ne, im Sommer jetzt so, in einem Übergang. Und ich habe da wirklich Swimmingpool drin, ne? Ich schwitze da so unendlich. Und darum wollte ich mal sowas haben. Ach ja, genau. Ich habe noch zwei Handtücher, habe ich mir geholt. Die gab es bei Primark reduziert. Von 5 € auf 3 € reduziert. So sehen die aus fürs Fitnessstudio, dachte ich mir. Weil ich merke halt auch, dass die Handtücher à la Fitnessstudio. Ich bin nur noch am Waschen. Ich weiß nicht, echt, ich bin wirklich nur noch am Waschen. Deswegen so ein paar Handtücher mehr. Ich habe jetzt zwei geholt. Schaden da ja nicht. Weiter geht's. Zwar mit einer Jacke, so eine Art Cardigan habe ich mir geholt. Wundervoll, sage ich dann nur. Der war vorher, hat er gekostet 25 € und dann war der auf 9 € reduziert. Und wie kann ich den am besten zeigen? So sieht der aus. Total toll. Ihr werdet mit Sicherheit bei Instagram mal so einen Outfit-Post damit sehen. Megamäßig geil. So, kommen wir zu einer Tasche. Zu so einem, wie nennt man das, Bauchtasche? Hüftgürteltasche. Die hat vorher 10 € gekostet, jetzt 5. Und wenn ihr die gleich seht, dann kriegt ihr Augenkrebs. Also, aber ich dachte mir, die ist so hässlich, dass sie wieder schön ist. Und ich gehe im Ende Juni gehe ich auf ein Holi Festival und da dachte ich mir, die nehme ich da mit. Und so ist es das hier. Die ist vor Hässlichkeit schön, oder? Ja. Die habe ich mir gekauft. Die durfte mit. Tue ich direkt in meine Taschenschublade hier unten. Dann das Oberteil, was ich euch jetzt zeige, 8 €.
Und zwar ein rotes, so weinrot würde ich sagen. Ist hier oben so spitzenmäßig abgesetzt. Und ziemlich weit. Ja. Sehr hübsch, wie ich finde. Scheiße. Es hat tatsächlich 7 Euro gekostet. Ich habe gedacht, das hätte nur 4 gekostet, weil die andere Farbe davon hat 4 gekostet. Naja, gut. Egal. Manu. Naja. Auf jeden Fall ist das so ein Top, was vorne so geschnürt wird. Und da bin ich gespannt, ob mir das überhaupt steht. Weil ich habe gedacht, für 4 Euro nehme ich es mit. Scheiße, und das hat 7 gekostet. Aber egal. Jetzt habe ich es. So, von diesen Tops, was ich euch jetzt in die Kamera halte, davon habe ich schon 3 Stück zu Hause. Eins in beige, schwarz und eins mit so Schmetterlingsmuster drauf. Und die sind, Leute, da habe ich letztens ein Foto bei Instagram gepostet und haben alle zu mir gesagt, da habe ich so eine, ja, so eine altrosane Jacke drauf an. Und da sagen alle, boah, du siehst voll schlank aus. Dankeschön dafür, ne? Voll nett von euch. Aber ich glaube, das macht das Top. Und davon habe ich mir jetzt noch, ich glaube, 6 Stück, 6 verschiedene Farben geholt. Die kosten jeweils 5 Euro. Da habe ich mir einmal dieses tolle Blau hier geholt. Die sitzen total locker. Die sind wundervoll, wenn man da einfach so ein Jäckchen drauf anzieht. Voll schön. Dann habe ich hier ein khaki-farbenes, aber das ist nicht was aus dieser Serie. Und zwar ist das einfach nur V-Ausschnitt. Von vorne ist das so ein Velour-Leder-Optik. Hinten ist es was länger, aber hinten ist es so geschnitten. Und so ein lockerer Stoff. Also ich finde das so granatenmäßig schön. Ich muss die Sachen gleich unbedingt anprobieren. Ja, dann dieses eine Oberteil, wovon ich euch gerade so vorgeschwärmt habe, in so ein Graublau. In einem lachsfarbenen Ton. Schlipper, also Panties, so zweimal schwarz und einmal weiß für 8 Euro, glaube ich. Dann der Schnapper des Tages, echt jetzt. Ein Cardigan, der hat vorher 12 Euro gekostet, dann stand da 5 Euro dran, dafür habe ich ihn mitgenommen und dann an der Kasse war das sogar nur 2 Euro. Und das ist der. Ist auch nicht süß. Der ist auch voll süß, oder? Dachte ich mir auch. Für 2 Euro. Krass, ey. Dann ein Oberteil, das sieht so aus. Ne, sehr süß, auch von hinten ist es auch sehr süß gemacht. Und fällt sehr locker. Und das ganze Teil hat gekostet 6 Euro. Man denkt immer so, ach hier 6 Euro und da 5 Euro. Ach, davon nehme ich 10 Oberteile mit und davon darf und das und das. Und da ist man so schnell auf 1000 Euro. Dann hier, das Oberteil hat 7 Euro gekostet. Ist so ein puderrosamäßiges Top. Sehr schön. Dasselbe, das komischerweise, das hat 7 gekostet und das hier 5. Also bei Primark sind manche Preise komisch jetzt mittlerweile. Aber in Grau fand ich auch sehr cool. Grau habe ich sehr selten, so schicke Oberteile. Dann ein Streifenoberteil, da wird euch jetzt wahrscheinlich schlecht. So, vertraue mir. Hier K kennt er bestimmt, ne? Augen zu. Ja, und zwar ist das so ein Top, so ein längliches mit so auf der Brust ist eine Tasche. Und da dachte ich mir, mit einer Statement-Kette sieht bestimmt richtig schick aus. Und dieser Stoff fühlt sich voll toll an. Und das Ta Top hat 5 Euro gekostet. Das teuerste Stück war 10 Euro. Das ist dieses hier von oben voll hübsch. Also es sieht wirklich toll aus. Das fühlt sich so qualitativ hochwertig an, das Oberteil. Und das ist ein ganz normales weißes und sieht so aus. Voll schön. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich mir so einen Lappen geholt für den Strand. Nee, das ist einfach so ein Hängerchen, was ihr so anziehen könnt, über ein Bikini, wenn er aus der Pommesbude latscht. Um den Bauch nicht zu präsentieren, aber Hauptsache die Pommes spachteln. Dann habe ich hier ein Oberteil, das fand ich auch sehr süß. Das ist nämlich dasselbe, was ich euch eben gezeigt habe, in weiß. Also das Weiße habe ich euch gezeigt. Und das hier ist das Blaue. Wie gesagt, das Weiße 7 Euro und das hier 4. Verstehe ich nicht. Aber das finde ich sehr süß. Habe ich mir extra ein Groß gekauft, damit mein Bauch auf gar keinen Fall da unten rauskommt. Das ist auch der Schnapper des Tages hier. Das war von 19 Euro auf 9 Euro reduziert. Und das ist halt so ein Blazer, der so locker fällt. Wenn ihr versteht. Wenn ihr ausgeht oder sowas und eure
Arme nicht präsentieren wollt, dann zieht ihr sowas da drüber an, ist sehr, sehr luftig. Was heißt luftig? Also, wenn es da warm drin ist, dann schwitzt ihr euch damit auch einen ab, ja. Aber man hat dann nicht hier die, den Bizeps, ne, den ihr dann so zeigen müsst. So, dann das Oberteil finde ich total interessant und total schön. Also, vorne ist es halt so mit so einem Schlitz, dass so ein bisschen Brust eventuell rauskommt. Ich weiß aber jetzt nicht, wie das geschnitten ist. Vielleicht eventuell auch nicht. Und dann ist es halt so A-linienförmig geschnitten und das hat so ein, wie so eine Art Schlangenmuster. Und von hinten wird das noch so geschnürt. Das hat allerdings 8 Euro gekostet. Also eins von den teuren Oberteilen, aber trotzdem wunderschön. Und ich sag mal, und er bezahlte da 20 für, ne? Also es ist gar nicht so teuer. Dann habe ich mir einen Rucksack oder so einen Turnbeutel geholt, die alle jetzt im Moment tragen, ne? Hier mit diesen, ne? Finde ich super cool. Für 7 Euro, richtig? Ja, 7 Euro hat er gekostet. Und zwar so ein Lederoptik. Und ja, voll geil. Mag ich sehr sowas. Und jetzt habe ich sowas auch, weil ich sehe die Leute jetzt immer damit. Und jetzt habe ich auch sowas. Und ich fand diese Lederoptik sehr cool. Noch mal so ein paar Sportsachen. Ich habe nämlich viele Sportoberteile geholt. Viele von der gleichen Art und Weise her, aber halt verschiedene Farben. Und zwar haben die halt für 5 Euro, gibt es dort halt so leicht transparente, wie man sieht, ne? Oberteile, die ziemlich weit ausgeschnitten sind. Aber mit Sport-BH drunter und so sieht das richtig cool aus. Und ich mag sowas. Ja, und da habe ich mir einmal dieses Graue geholt. Diese Farbe. Muss ich jetzt nicht auseinander machen. Das ist genau das gleiche, nur halt in so ein Mintgrün, in Schwarz, in Blau. Ich glaube, das waren es. Dann gab es ein reduziertes von 7 Euro auf 3 Euro und das finde ich richtig geil. Das ist so ein schwarzes, mit auch sehr tief ausgeschnitten, auch vor allen Dingen hinten. Ich hoffe, dass meine Speckrollen hinten da nicht so sehr rauskommen, aber es ist schon sehr cool gemacht. Da habe ich jetzt erstmal genug Sportsachen. Und das gleiche habe ich mir dann halt auch noch in so ein Lachs gekauft. Allerdings war das noch auf 7 Euro, das war noch nicht reduziert. So, jetzt habe ich noch ein paar andere Oberteile. Weil von diesen hier, die trage ich total gerne und ja, müssen immer mit. Das hat 5 Euro gekostet. Ist ein ganz normales Basic, was so locker fällt. Und ja, Primark ist halt voll mein Style, ne? So von den ganzen Mustern. Dann das hier hat gekostet auch 5 Euro. Das ist so eins. Dann wieder diese einen Oberteil, wovon ich euch eben erzählt habe, habe ich mir noch in Mintgrün geholt, in sowas hier, total Neon, also wirklich. Wenn das nicht Neon ist, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob die Kamera das überhaupt richtig einfängt, aber das ist komplett Neon. Wahnsinn. Ach so, von den einen Tops, was ich euch erzählt habe, was ich so gut finde, ne, ja, ist das ja auch, habe ich mir das hier geholt. Das ist auch sehr schön. Nochmal diese Farbe, weil das habe ich mir letztens versaut. Und irgendwie kriege ich die Farbe nicht raus. Dann ein Basic-Shirt für 4 Euro. Basics, so kann man nie genug haben. Vor allen Dingen Basics, die man nicht so, oh, die so nicht so knittern. Ne? Und jetzt kommen wir schon zum letzten Teil. Ich hoffe, das Video ist nicht ganz so lang geworden. Ich habe das extra so ein bisschen tadam gemacht. Ne? Das hier hat 8 Euro gekostet. Das ist von vorne auch so ein Velour-Leder. Oder Velourstoff nenne ich es jetzt einfach mal. Ist so ein Terrakotta-braun-rot. Vorne, wie gesagt, Velour und hinten der Stoff ist was länger. Und das ist ein ganz normaler Stoff hinten. Die Ärmel sind halt so umgeschlagen. Finde ich super schön, das Shirt. Und ich habe gesehen, viele hatten sich dieses ausgesucht. Ready. Das war's. Ich habe übrigens Bescheid bekommen, dass meine Colourpop-Bestellung auf dem Weg ist. Ja, ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen im Shopping-Wahn. Es hat Urlaubsgeld gegeben. Ich spare davon einen großen, wirklich einen riesigen Teil. Spare ich davon für Florida, weil ich fliege nämlich nächstes Jahr mit Chris, mit dem ich in New York war, fliege ich nämlich nach Florida, wenn alles gut geht. Also, was soll da schlecht gehen? Also, wir sparen beide und wir wollen unbedingt nach Florida. Wir machen eine Rundreise. Es dauert aber noch ewig. Also, es ist noch über ein Jahr. Also, deswegen können wir gut sparen. Und ich habe mir, ja, die Hälfte, über die Hälfte meines Urlaubsgeld kommt in meine Urlaubskasse. Und so ein bisschen was, dass man halt hier bleibt. Na, jetzt dieses Jahr wollte ich halt ausgeben.
Und da habe ich mir so ein bisschen was Gutes getan. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel wird, aber gut. Kann ich jetzt nicht rückgängig machen. Was rede ich noch? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mein Lieben. Und wann wart ihr das letzte Mal bei Primark? Das ist die Frage der Fragen für dieses Video. Beantwortet sie mir doch gerne in der Infobox. Und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.